Zeit, sich das Interface von Universe mal ein bisschen genauer anzuschauen. Wir unterscheiden zwischen zwei Modi. Das hier ist der Edit-Modus. Hier erstellt ihr euer Interface, richtet die Verbindung ein und managt quasi das Projekt. Und wenn es dann darum geht, die Geräte zu steuern, die ihr steuern wollt, wechselt ihr hier oben über den Button in den Show-Modus. Dort könnt ihr nichts mehr kaputt machen, dort geht es ums reine Steuern. Da das natürlich etwas umständlich wäre, immer zum Testen des eigenen Interfaces die Modi zu wechseln, kann man auch die Shift-Taste drücken und kann dann regulär alles ausführen, was man hier auf dem Interface sich gebaut hat. Woraus besteht denn unsere Oberfläche? Wir haben hier die Stage. Dort werden die ganzen Controls abgelegt, die wir haben. Dort können sie gemeinsam arrangiert werden. Es gibt verschiedene Assistenten wie ein Snapline-Tool. Ich kann mir auch ein Grid reinsetzen lassen und kann anhand des Grids meine Elemente verschieben, wie ich das möchte. Und hier sehen wir schon alle Eigenschaften, die Elemente haben können in Universe, sei das jetzt die Stage selbst, seien das Controls oder sei das ein Gerät, zeigen ihre Eigenschaften im Property-Fenster an. Dann haben wir hier noch den Organizer, der in einer hierarchischen Struktur unser Projekt anzeigt, dazu später mehr. Und einen Scheduler, der uns hilft, auch komplizierte zeitliche Programmierungen vorzubereiten, für zum Beispiel autonom laufende Festinstallationen. Auch dazu mehr in einem separaten Video und im Handbuch. Wir haben den Monitor, der uns alle Ausgaben mitteilt über die Zustände unseres Projekts, ob Kommandos durchgegangen sind. Und wir können auch eine Kopie hier auf unsere Stage ablegen, falls wir direkt im laufenden Betrieb sehen wollen, was denn hier alles so passiert ist. Wir haben unsere Device-Liste, auch zu den Devices und Verbindungen später mehr. Den Command-Stack, der zeigt an, welche Befehle auf den einzelnen Controls liegen. In der Regel haben Buttons zwei Command-Stacks, einen für Drücken und einen für Loslassen, für Press und Release. Und Fader haben nur einen. Und wir haben den Trigger. Trigger sind dafür da, um durch externe oder interne Kommandos, wie zum Beispiel einen Timer, Controls auszuführen. Auch dazu später im extra Video mehr. Wir haben die Library, welche uns erlaubt, zum Beispiel ein Set an Controls, die uns besonders gut gefallen, zu speichern und später in anderen Projekten wieder nutzbar zu machen. Und wir haben die Modifier. Auch dazu später mehr in einem anderen Video. Wenn uns eine Stage allein nicht ausreicht, das kann ja mal vorkommen, können wir hier beliebig viele weitere Stages hinzufügen. Wir können die Stage skalieren, können die hier auch verschieben, wobei diese Verschiebung für den Show-Modus keine Bedeutung hat. Wichtig ist immer nur, es gibt eine Primär-Stage und beliebig viele Sekundär-Stages. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Primär-Stage immer die Stage ist, die zuerst sichtbar ist, wenn wir in den Show-Modus gehen. Ich demonstriere das mal, indem ich jetzt hier noch einen Button reinsetze und hier einen Fader. Und wenn ich in den Show-Modus gehe, dann sehe ich zuerst diese Stage, die Primär-Stage, und kann mir hier in einer Übersicht meine Unterstages auswählen. Wenn ich jetzt nicht möchte, dass die Unterstages sichtbar sind, weil ich zum Beispiel die Hauptstage für einen, nicht betreuten Stand freigebe, für eine Standkontrolle oder wofür auch immer, und der ganze Zauber meiner Programmierung aber auf den sekundären Stages stattfindet und dort nichts kaputt gemacht werden darf, dann kann ich auch diese Stages in den Stage Properties auf Hidden setzen und dann werden die einfach nicht mehr angezeigt und sind nicht mehr zugänglich. Zwischen Stages kann ich auch auf per Button umschalten, aber dazu später in anderen Videos mehr. Wichtig wäre noch zu erwähnen, das Webinterface. Ich kann für einzelne Stages sagen, du sollst das Webinterface aktivieren. Und dann kann ich im Browser mir mein Interface von jedem, meinetwegen auch mobilen Endgerät, von einem Tablet oder vom Telefon anzeigen lassen und damit Universe steuern. Ich muss nur die IP kennen von dem Rechner, auf dem Universe läuft. Und der Port ist bekannt, das ist 9080, wird mir auch alles hier noch einmal angezeigt. Das ist die Grundfunktionalität unseres Interfaces. Weiter geht es mit Geräte und Verbindungen.